Guten Morgen, Bluse. Hallo zusammen. Genau, beim Bier gestern, wie Andi gesagt hat, ist mir eingefallen, dass ich in den letzten Wochen mit dem Hauptmaintainer, mit dem Henning Rogge, spontan telefoniert habe und eigentlich wissen wollte, ob es ein gutes Google Summer of Code Projekt wäre, OLIS RV2 ans Laufen zu kriegen. Wir haben das in unserem Netz schon, weiß ich nicht, gefühlte Jahrzehnte vor, das endlich mal auszuprobieren, ob das taugt, ob das nicht taugt. Ich hatte mehrfach schon, wie kann man das parallel mal ans Laufen kriegen und so weiter. Und dann habe ich, dachte ich, komm, du musst dir mal so einen O-Ton abholen von Henning, wie denn da so der Stand ist, wie sein Mojo ist, wie es um das Projekt so allgemein steht. Und das möchte ich euch gerne, diesen O-Ton möchte ich euch gerne weitergeben. Genau, da habe ich so 2, 3 Folien vorbereitet, nicht so viel. Ne? Wir gucken erstmal ganz beherzt auf einen, quasi auf den Maintenance-Status, den OLIS RV2 im GitHub hat. Und da sieht man mit scharfem Hinschauen, dass das so im September 2018 relativ still geworden ist. So, das heißt, da ist momentan keine wirklich aktives Development mehr. Und Henning hat, ich glaube, relativ viel an dieser Codebase, als sieht man auch so an seinen Hauptcommits gemacht. Und hat aber nie die Community bekommen, die jetzt OLSR aktiv einsetzt. Er kennt keine Community, die es einsetzt. Ich kenne auch keine. Vielleicht die Funkfeuer-AT-Jungs, das weiß ich nicht genau. Das war mal nochmal so im Raum. Das heißt, mal so zusammenfassend sagt er, ich habe es ja noch nicht ausprobiert, das ist V2, dass der Routing-Daemon per se läuft. Dass er mittlerweile arbeitsmäßig nicht gänzlich auf anderen Wegen unterwegs ist, sondern er macht gerade so eine, ich sag mal, Neuimplementierung von diesen, von diversen Ideen vom OLIS RV2 in Go, in einer anderen Sprache. Aber er ist nicht mehr wirklich dran an dieser C-Implementierung von dem OLIS RV2. Wir als, ne, wieso überhaupt V2 jetzt nur, weil es jetzt quasi mal ganz aus meiner Brille, aus dieser Evernet-Freifunk-Brille, wieso, ne, wir sind ja noch total oldschool und setzen die OLIS RV1 ein. Ne? Wir könnten auch sagen, komm mal her, es gibt Babel, es gibt Batman, es gibt BMX. Nicht so, dass wir irgendwie keine Auswahl hätten an Routing-Protokollen. Ich hätte, das ist aber eher so ein generelles quasi Interesse, dass mich so ein Link-State-Routing vom Konzept her erstmal per se überzeugt. Wir immer noch dieses OLIS RV1 einsetzen und wieso würde ich überhaupt da was Neues suchen? Ne? Und zwar habe ich ja gestern von diesen 60 GHz Backbone-Links erzählt. Und wir werden hier und da noch andere Backbone-Links aufbauen, dazunehmen. Und dann stehen wir vor der Frage, wir haben nicht mehr sowas wie den Backbone-Link, sondern wir haben sowas wie ein Backbone-Link, der bringt 200, 300, 400 Megabit. Wir werden einen Backbone-Link haben, der hat immer 1 Gigabit, zum Beispiel diese 60 GHz-Links. Und wir werden vielleicht auch in Zukunft Backbone-Links haben, die hier und da mal eine Fiberstrecke sind und dann vielleicht 10 Gigabit hergeben. Ergo bräuchten wir etwas, dass wir diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den Backbone-Links auch im Routing ausdrücken können. Oder dass das Routing, der Routing-Daemon das vielleicht sozusagen selber rauskriegt. Ne? Wie schnell ist ein Link? Im OLIS RV1 würde, ne, wenn ich den jetzt dafür hernehmen würde, müsste ich da irgendwie händisch diverse Metriken händisch anpassen, um zu sagen, okay, guck mal, das ist hier im Backbone-Link 1, den mache ich ein bisschen schlechter. Ne? Also man kann ja irgendwie nur irgendwas, ich sag mal, schlechter machen. So, ne? Also das wäre so der einzigste Workaround im OLIS RV1. Das ist so unsere Motivation zu sagen, Mensch, wir würden uns gerne den OLIS RV2 anschauen, denn der soll das hergeben, dass ich relativ komfortabel unterschiedliche Link-Speeds, die zu diesem Routing-Daemon verbunden sind, dass es das Routing das berücksichtigt, ohne dass ich da irgendwie als Netzwerk-Admin selber in diese Metrik-Sache eingreifen würde. So, das ist unser Interesse.
Und das ist so grob der Stand. So, was geht nicht? Ich habe Henning gefragt, du sag mal, wenn wir jetzt wen hätten, weil er meinte, na, pass auf, es gibt eine Sache, die funktioniert, da gibt es sozusagen ein Problem. So, das habe ich hier mal zusammengefasst. Und zwar hängt dieser OLSR V2 Daemon immer mal, ja, immer mal. Und zwar ist das ein sehr unschönes Problem, meinte Henning, denn er kann es nicht reproduzieren. Er behilft sich irgendwie, hat das quasi bei sich da auf diversen Testbeds am Laufen, dass er mit einem Skript, ne, irgendwie den Daemon beobachtet, und wenn der hängt, dann wird er hart ausgemacht, neu gestartet. Er sagte, das wäre so das Einzige, wo er sagt, da gibt es irgendwie noch eine Baustelle mit einem ganz sozusagen tief im OLSR V2-Code hängenden Bug, der nicht einfach zu troubleshooten ist. So, in welchem Teil des Codes? Ne, ich bin ein bisschen tiefer eingestiegen, wollte wissen, was ist denn da nun Phase? Die Vermutung ist, dass es in dem OLSR V2-Teil ist, wo er mit dem Linux-Kernel interagiert und im Prinzip das Netlink-Interface des Kernels benutzt, um Routen zu setzen, Routen zu löschen, Routen zu updaten. Dieses Konstrukt im OLSR V2 beruht aktuell nicht auf der Benutzung irgendeiner libNL, irgendeiner Library, die Netlink macht, sondern das hat er selbst gecodet, so eine Art State Machine, um mit diesem Linux Netlink Interface zu sprechen. Er sagt, heute würde er das anders machen, ne? Würde er logischerweise irgendwie die libNL benutzen oder im Best Case aus OpenWrt-Sicht sogar die libNL Tiny, ja, die abgespeckte Variante. Das heißt, wenn irgendwer, ne, sozusagen im Anschluss, wenn ich gleich frage, alle Hände hoch, wer hat Bock mitzukoden, ja, wer könnte da sozusagen ein Stück Lebenszeit mit investieren? Das wäre so das, was ich angucken müsste. Das ist nichts, was easy peasy daherkommt, diesen Bug zu fixen. Oder man sagt, man lebt damit und macht irgendwie so ein, weiß ich nicht, ne, Script-Lite-Workaround und startet diesen Daemon immer neu. Aber ja, ne, OLSR V2 benutzt momentan keine libNL. Um da ein vernünftig, ne, sozusagen, das wäre eine saubere Sache, das umzustellen. Das ist aber nichts, was nur irgendwie zwei Zeilen Änderungen betreffen würde. So. Ich habe Henning gefragt, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, bist du raus? Willst du, dass wir anders das maintained? Hast du Bock, noch irgendwas mitzuhelfen? Er sagt, naja, klar, ne? Irgendwie, wenn sich einer, wenn es irgendwie ein paar konkrete Fragen gibt, logisch, ne? Kann man ihn antriggern, kriegt man eine Antwort. Dass er das Baby irgendwie noch, ne, wirklich rund um die Uhr maintainen möchte, ich glaube, das ist nicht so. Ne? Müsste man jetzt ihn selber fragen. Ich will da gar nicht irgendwie was sagen, was dann am Ende nicht stimmt. Aber ich glaube, er wird sich schon freuen, wenn es vielleicht auch ein Team gibt von Leuten, die sagen, komm her, wir gucken uns das mal an, wir übernehmen mal so ein bisschen Arbeit davon. Ne? Ich glaube, da ist er auch bereit, sozusagen die Sache zu teilen. Ja? Im Sinne von, ob es da eine Commit-Rechte benötigt oder und so weiter. Ne? Da ist Henning ganz griffig eigentlich. So, meine Frage so in die Runde ist, ich weiß nicht, wie wir das klären, ob wir das in dem Raum machen danach, dass ich gerne mal hören würde, wie ist denn so der allgemeine Tenor? Sind alle mit ihrem Routing-Daemon happy? Ja, und sollte ich, haben vielleicht eine Empfehlung für mich, ja, lass OLSR V2, brauchst du dir nicht angucken? Oder gibt es noch wen anders, der sagt, Mensch, eigentlich hätte ich da schon Lust drauf, ja. Weiß aber nicht so richtig, wer noch und wie ich da reinkommen würde. Genau. Also das ist so meine quasi Kurzzusammenfassung. Was ist mit dem OLSR V2-Projekt? Sollten wir da nochmal was versuchen, ein bisschen Fahrt aufzunehmen, oder sollten wir das so hinnehmen, dass da eigentlich nicht mehr viel passiert und passieren wird? Ja, danke, Bluse, für den kurzen Einblick. Es gab tatsächlich ein paar Fragen im zugehörigen Fragenpad. Wir haben auch einen Jitsi-Raum für danach eingerichtet. Da kannst du ja nachher mal reinschauen, ob es da Interessenten gibt, die direkt mit dir diskutieren wollen. Ja. Die Fragen, eine Verständnisfrage kam am Anfang. Was ist ein Mojo? Du hast Mojo gesagt. Achso, Mojo ist quasi die Lust, etwas zu machen. Ne? Das Mojo am Leben, die Lust am Leben, das Mojo, Ah, ja. irgendwas zu programmieren.
Genau. Gut. Eine weitere Frage: Warum bist du denn so überzeugt, dass ihr ein Link-State-Protokoll braucht oder braucht ihr das mehr als ein Distanz-Vektor-Protokoll? Na, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ne? Im Sinne von, dass ich da harte Fakten bringen kann oder irgendwie sagen kann, guck mal die letzten Battle Meshs an, OSRV2 hat da meinen ersten Platz gemacht und alle anderen waren irgendwie hinten dran. Das ist ja nicht an dem. Das ist sozusagen nur ein, ne? Ich kann das jetzt nicht mit harten Fakten belegen, Bauchgefühl als Netzwerker, dass ich sage, für so sich ändernde quasi Netze, denke ich, dass dieser Link-State-Ansatz, dass man quasi die globale Sicht auf das Netz hat, keine schlechte Idee ist, um auf Änderungen schnell reagieren zu können. Und dass man sozusagen den Kompromiss eingeht, okay, das so ein Distance-Vector-Ding skaliert besser, aber was heißt hier skalieren? Ne? Wir haben hier 100 Nodes, wir werden nicht die Weltherrschaft kriegen. Also solange das irgendwie bis 1000 vernünftig funktioniert, glaube ich, ist man flinker mit dem Link-State, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, okay, Distance-Vector, ne, kann das auch genauso gut ab. Genau, das ist eher so eine prinzipielle Vermutung. Ja. Und gesetzt den Fall, man möchte mithelfen, welche Kenntnisse sollte man denn mitbringen? Stichwort Programmiersprachen, Kenntnisse wahrscheinlich in Richtung Kernel-Technologie und so weiter. Ja. Also das OLSR-V2-Projekt ist komplett in C. Also es würde, glaube ich, schon Sinn machen, wenn man so ein bisschen weiß, alles Klärchen, dass C nicht jetzt vielleicht eine komplett neue Sprache ist. Aber selbst dann hätte ich gesagt, man kann irgendwas anderes programmieren. Und wenn man Lust drauf hat, ist dann die Sprache irgendwie egal. Ne? Aber Fakt ist, OLSR-V2 ist nun mal in C. Das heißt, das wär nicht schlecht, wenn man weiß, okay, man kann irgendwie mit C umgehen. Die Netlink-Sache. Klar, ne? Wenn einer zu herkommt, sagt, habe ich auch schon gemacht, ne? Libnetlink habe ich auch schon benutzt. Das wäre vielleicht so der Best Case. Aber tja, sagen wir mal, wenn ich das jetzt troubleshooten sollte, ne? Ich bin weder Netlink-Fuchs noch, ne? Klar kann ich irgendwie so ein bisschen C und irgendwie, ne? Wie ich im Linux irgendwas debugge mit einem Print-K, da habe ich keine Angst vor, dass ich sage, komm her. Also ist jetzt ja, noch nicht mal im Kernel in dem Sinne, ne, ist ja ein User Space Daemon, der mit dem Kernel Interface Netlink da irgendwie interagiert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sagt, ich habe da Bock drauf auf so ein Netzwerkthema, ich habe die Zeit und lass mal gucken. Kriegt man doch ans Laufen. Ne? Gut, gibt es eine Webseite des Projekts? Es gab mal irgendwie OLSR-Experiment, Es gibt, weiß ich aber nicht mehr genau, wie die genaue URL war. es Da gibt kann man bisher. sich ja wahrscheinlich schon mal einen Überblick verschaffen, was das ganze Projekt bedeutet und dann mit dir irgendwie auch in Kontakt treten, wenn man da Interesse hat. Das Projekt ist quasi unter GitHub gehostet. Wartet, ich hole mal die Seite rein. Zack. Meine Folie sieht man auch, oder? Die Folien sieht man noch hier. Hoffe ich. Sehe sie hier in meinem Überblick. So, Okay. OLSR-OONF ist das Repository, wo alles drin ist. Gut, dann werden wir die Folien noch später zu deinem Vortrag im Pre-Talks hinzufügen. Dann kann sich das jeder auch nochmal genau anschauen. Und wir haben einen Jitsi-Raum, das ist der Socialize-Raum in der Seabase. Der Link direkt zu diesem Jitsi-Raum ist auch im Talk hier verlinkt. Und da könnt ihr jetzt Bluse nochmal ein bisschen löchern, wenn ihr Zeit und Lust habt.